Achtung! Dieses Let's Play enthält Inhalte aus den originalen Filmen und basiert auf den echten Charakteren. Also falls du die Filme noch nicht gesehen und jetzt nicht gespoilert werden willst, gib dem Video ein Like, schalte es auf stumm und mach was anderes, bis es fertig ist. Warte, was? Nee, das war natürlich ein Scherz, Leute. Bitte nehmt das nicht so ernst, aber nur damit ihr Bescheid wisst und euch nachher nicht ärgert, einfach diese kurze Warnung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Es waren einmal ein König und eine Königin. Sie lebten mit ihren beiden Töchtern in einem großen Schloss in Norwegen. Elsa wurde mit magischen Kräften geboren. Sie war die Eiskönigin und hatte die vollständige Kontrolle über kalte Temperaturen, Eis und Schnee. Und Anna. Ja, sie hatte zwar keine magischen Kräfte, aber man könnte sagen, Annas Superkraft ist die Stärke und Reinheit ihres liebenden Herzens. Jo, ultra kitschig, ich weiß, aber genau so steht das auf der Disney-Fandom-Seite im Internet. Und außerdem ist Anna die Protagonistin in unserem Let's Play, also etwas ganz Besonderes für uns. Anna und Elsa liebten es, gemeinsam Zeit zu verbringen und sie hatten auch immer mega viel Spaß mit Elsas Kräften, bis etwas Furchtbares passierte. Elsa verletzte Anna. Zum Glück konnte sie aber gerade noch so gerettet werden. Elsa und ihre Eltern waren sich jetzt aber einig, dass sie einfach zu gefährlich war für andere und deswegen sperrte man Elsa weg und verriegelte die Tore für alle Außenstehenden. Von da an wurde Anna immer und immer einsamer. Sie vermisste ihre Schwester unglaublich und konnte nicht verstehen, warum sie nicht mehr zu ihr durfte. Und dann passierte etwas noch viel Schlimmeres. Ihre Eltern gingen auf eine Reise, von der sie nie wieder zurückkehren sollten. Anna war nun noch einsamer und sehnte sich immer mehr nach Liebe und Zuneigung. Und damit herzlich willkommen bei meiner ersten richtigen Gameplay-Folge bei meiner Disney Legacy Challenge. Heute mal ein bisschen ein anderes Intro wie normalerweise, aber keine Sorge, das nächste Mal gibt es wieder das klassische Naomi-Intro. Und wir sind auch gleich schon im Spiel. Ich habe mir gedacht, wir starten einfach gleich durch. Und wir sind jetzt als erstes mal hier in meiner Welt, weil ihr seht eh schon, ich habe hier alles verändert, wirklich alles. Also ich habe jedes einzelne Grundstück verändert. Ich habe Leute einziehen lassen. Ich meine, ihr seht es jetzt ziemlich schlecht, weil sie ausgeblichen sind. Das ist mein Olaf. Der Olaf wollte gerade noch vor 2 Sekunden rein und natürlich will er jetzt wieder raus. Aber ich habe mir gedacht, Olaf, vielleicht unterstützt er mich ein bisschen. Ach, nerv mich nicht. Zurück zum Spiel. Ich habe auf jedem Grundstück Leute einziehen lassen, die so in die Zeit passen von Anna und Elsa. Ihr seht es eh, die sind alle sehr alt angezogen und die Grundstücke sind auch sehr alt gehalten. Ich zeige euch jetzt nicht jedes einzelne, aber wir werden ja eh ab und zu mal dorthin reisen. Und hier ist zum Beispiel ein Hotel, da habe ich verschiedene Leute einziehen lassen. Hier hinten wohnen Ritter und so Zeug. Hier wohnen 2 Schwestern, 2 sehr reiche Schwestern. Hier wohnt eine reiche Familie, genauso wie hier, die sind sehr reich und so ist das halt überall ein bisschen verteilt, dass wir Bewohner haben, die auch zu uns kommen, die uns schon kennen und damit wir auch gute Partys feiern können, ganz ehrlich. Und hier unten ist eben so ein bisschen Restaurants und ein Marktplatz und hier haben wir das Schloss und ich habe mittlerweile ein Schloss gefunden, das mir noch viel, viel, viel besser gefällt. Und zwar das hier. Leute, oh mein Gott, ich habe das letztens platziert, um ein paar Bilder zu machen. Ich war hin und weg. Ich zeig's euch gleich, wir werden das Schloss austauschen, aber da gibt es gerade ein kleines Problem. Auf meinem Platz stehen nämlich gerade ganz, ganz viele Leute. Also das ist ein Teil von den Dorfbewohnern, von den Stadtbewohnern hier. Die haben gehört, dass ab heute die Tore wieder offen sind und sind natürlich gleich hergekommen. Der eigentliche Grund ist natürlich, dass ich die Prinzessinnen mit allen anfreunden musste. Also dass die Prinzessinnen alle Leute in der Stadt schon kennen. Aber auf jeden Fall haben die gehört, dass heute die Tore offen sind. Und deswegen sind ein paar von denen jetzt hier. Ich denke, die werden eh gleich alle wieder verschwinden, sobald ich auf Start drücke. Schauen wir mal, was sie machen. Ich bin sehr gespannt. Kommen die jetzt alle rein? Ich habe sie jetzt eigentlich nicht nach drinnen eingeladen. Wir werden nämlich in der nächsten Folge die Krönung von der Elsa feiern. Also da gibt es dann auch eine Party und die Elsa wird gekrönt. Und ich finde das toll, wie hier jetzt einfach irgendwelche fremden Leute nach oben gehen. Und hier sitzt unsere Elsa. Und die Leute wollen gleich mit der Elsa reden. Natürlich wollen sie das, aber die Elsa ist eigentlich noch eingesperrt. Okay, jetzt haben wir das Problem. Oh, die Elsa findet irgendjemanden attraktiv. Elsa. Nein, das wollen wir gar nicht. Jetzt im Moment nicht, Elsa. Ich wollte nämlich das Grundstück platzieren, habe mir aber gedacht, wenn ich das jetzt da drauf klatsche, was passiert dann mit meinen Sims?
Ich meine, sie werden nicht dran sterben, oder? Das wäre nämlich relativ ungünstig. Und irgendwie finde ich das auch ganz nett, dass die jetzt alle hier sind und ein bisschen reinkommen. Die Tore sind offen, die Leute sind da. Ich platziere jetzt das Schloss aber auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wünscht mir Glück, wir haben nicht genug Geld. Kurzer Moment. Das ist das andere Schloss, was ich jetzt runtergeladen habe. Und die Leute sind seit jetzt... Ah, wow. Jetzt haben wir sie alle auf einem Platz. Wann habt ihr das letzte Mal so eine Menschenansammlung gesehen, die vor allem so nah beieinander steht? Bei mir ist das schon ziemlich lange her, aber ich finde es gut, dass die jetzt alle draußen sind. Ich hoffe, die Tore sind jetzt offen. Hier können wir jetzt auch noch, ja, sehr theatralisch, sehr dramatisch, können wir jetzt das Schloss aufsperren für jeden. Und das ist eben das Schloss, das ich viel, viel cooler finde. Ohne Spaß, Leute, das ist der absolute Hammer. Ich werde es euch jetzt nicht so schnell zeigen. Ich meine, hier seht ihr einfach den Raum schon. Der ist einfach 1:1 nachgebaut. Das ganze Schloss ist allgemein wirklich 1:1 so ins Detail und so genau nachgebaut. Das ist unglaublich. Und da hat jetzt Anna und Elsa haben jetzt auch ordentliche Zimmer. Also das ist das Zimmer von der Anna. Und das da drüben, würde ich sagen, ist das Zimmer von der Elsa. Ja, und sie haben echt viel Platz wieder mal zu zweit. Unglaublich. Hier unten haben wir sogar einen Stall für die Pferde oder Rentiere, die es leider nicht gibt. Ich hab die Schnauze voll davon, ganz ehrlich. Aber wir können ja so tun, als ob. Hier hinten haben wir auch noch ein Spielezimmer und alles. Und ja, ihr werdet das eh sehen. Hier haben wir dann der Saal, wo der Ball stattfinden wird in der nächsten Folge. Da wird die Elsa eben hier gekrönt und da drüben ist der Ball dann. Ja, ihr werdet das alles eh sehen, wenn wir das dann spielen. Aber wir werden die Elsa jetzt noch ein bisschen einsperren. Ja, das klingt jetzt heftig. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Aber wir werden die Elsa jetzt noch in ihrem Zimmer einsperren. Noch ist sie noch nicht so weit. Liebe Elsa, könntest du in dein Zimmer gehen? Ist sehr gut. Und dann werden wir ihre Bedürfnisse fürs erste Mal ausschalten. Sie ist kokett, weil sie irgendeinen Prinzen gesehen hat. Nein, weil sie irgendeinen Ritter gesehen hat, oder? Wir sperren jetzt mal die Türe ab für jeden. Also, dass niemand zu der Elsa reinkommt. Seht euch das an, da kann man sogar ringsherum und obendrauf rumlaufen. Auch hier, Leute, Entschuldigung, ich bin immer so fasziniert, wenn Leute so unfassbar gut bauen können. Das ist wirklich Talent. Und jetzt schauen wir mal, was die Meute macht. Wo wart ihr beiden bitte? Wo wart ihr, dass ihr jetzt so bei uns rumläuft? Man will es gar nicht wissen. Das ist eben eine von diesen reichen Schwestern. Das ist einer von den Rittern, der wohnt aber im Hotel. Die Elsa hat gerade... Elsa? Ja, heute ist ein besonderer Tag. Wir lassen sie einfach. Vielleicht muss sie ein bisschen Dampf ablassen. Sie hat gerade ein bisschen Spaß mit ihr selber. Ja, warum nicht? Und die Anna? Anna, könntest du dich umziehen? Die Anna ist es nämlich richtig froh, dass die Tore wieder offen sind, dass sie endlich wieder offen sind. Die Anna hat ja so lange keine Leute mehr gesehen und sie geht jetzt auch gleich auf Leute zu und redet mit ihnen und erzählt ihnen Geschichten und freut sich auch darüber zu hören, was die ganzen Dorfbewohner so zu erzählen haben, was hier draußen so los war. Die Anna durfte ja die ganze Zeit nicht rausgehen. Warum, ich habe keine Ahnung, warum die Eltern so krass streng waren, dass nicht mal die Anna raus dürfte. Ich weiß auch nicht, warum man die Elsa einsperren sollte. Aber gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Die Elsa bleibt jetzt halt noch ein bisschen in ihrem Raum und bereitet sich halt eben auf ihre Krönung vor. Und ich habe da Anna, aber ich glaube, die sind jetzt alle weg. Oh, seht euch an, wie süß die aussieht. Wie süß und wie cool die Leute allgemein aussehen. Ich wollte eben, dass es irgendwie zeitlich ziemlich gerecht ist. Leute, kommt ihr nicht in unser Schloss oder geht ihr einfach nicht rein? Doch, die Leute gehen schon rein. Ja, natürlich machen sie das. Die fühlen sich wie zu Hause schon. Das ist auch einer von den Rittern. Der ist irgendwie flirty unterwegs. Der hat anscheinend auch irgendjemand gefunden. Hier haben wir noch mehr Ritter, aber ich finde das ja ziemlich cool.
cool, wenn hier ein bisschen was los ist, oder? Wenn hier ein paar Leute unterwegs sind, da drüben ist jemand, macht was auch immer was. Aber ich finde es wirklich ganz nett, dass die Leute jetzt hier sind. Ist ja im Film auch irgendwie so, oder? Auf jeden Fall werden wir jetzt ein paar Angestellte anstellen. Und zwar haben wir das hier. Und zwar brauchen wir einen Gärtner, der lebt dann bei uns. Und dann brauchen wir auch natürlich eine Haushaltshilfe, die bei uns wohnt. Das brauchen wir auch unbedingt. Ich habe euch diese Mods, weil die Leute ziehen dann bei uns ein, aber wir müssen uns nicht um sie kümmern. Sie kümmern sich aber selbstständig um alles. Diesen Mod habe ich euch vorgestellt in einem Video. Ich verlinke euch das sehr gerne nochmal. Das sind allgemein ziemlich coole und kleine Mods dabei gewesen, die aber das Gameplay auf jeden Fall besser machen. Schmeißt du bald eine Party? Jeder redet von dir. Ja, wir werden in der nächsten Folge eine Party schmeißen. Einen Ball, besser gesagt. Und zwar hier drinnen. Die Leute schauen sich jetzt schon das ganze Schloss an. Ja, ich wäre auch neugierig, wenn die Tore die ganze Zeit zu gewesen wären. Und jetzt darf man das erste Mal wieder rein. Also ich kann das sehr gut verstehen. Die ersten Leute gehen auch wieder. Ist das unser Begrüßungskomitee? Der sieht echt nicht so glücklich aus. Und hier haben wir unseren Profi-Gärtner, aber die ist ziemlich verbuggt. Die werde ich bis zum nächsten Mal auf jeden Fall umstylen. Das machen wir aber nicht jetzt. Das ist, glaube ich, nicht so spannend für euch. Aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Nein, bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, Leute. Ich bin so aufgeregt, diese Folge aufzunehmen. Die allererste Gameplay-Folge. Heute werden auch ein paar Prinzen vorbeikommen und die Anna. Ja, die wollen halt einfach alle die Anna. Jeder Prinz will die Anna natürlich und die Elsa, aber da merken sie ziemlich schnell, dass sie da nicht so weit kommen. Dieser junge Mann sieht aus wie der Atlas. Ja, das ist auch der Atlas. Der Atlas ist unsere Haushaltshilfe. Das wird das Spiel wohl aus meiner Galerie genommen haben. Der Atlas ist aber unglaublich sauer. Der Atlas ist eigentlich der Sohn von Poseidon. Der Atlas ist auch unser Hauptmann in unserer Legacy Challenge. Die verlinke ich euch auch sehr gerne, falls ihr neu seid. Könnt ihr euch sehr gerne auch anschauen. Es ist wirklich wahnsinnig spannend. Das sind wir auch erst in der ersten Generation. Aber ja, es passiert immer irgendwas Dramatisches. Und ich hätte tatsächlich gern auch noch einen Koch, der immer für uns kocht. Gibt es eine Mod, der das kann? Wisst ihr das? Dann könnt ihr mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Einen Mod, wo uns immer irgendjemand was zu essen macht oder allgemein sich ein bisschen um Dinge kümmert. Ich finde das ja echt ziemlich cool, dass hier jetzt so viele Leute sind. Aber ich weiß nicht, Atlas, geht's dir gut? Kann man dir helfen? Egal, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich finde es voll nett, dass die reiche Frau die ganze Zeit mit der Anna redet. Ich meine, vielleicht will sie auch nur an Annas Geld, man weiß es nicht, aber gut. Aber auf jeden Fall werden jetzt drei Prinzen auftauchen und die haben es natürlich voll auf die Anna abgesehen. Die anderen Leute, die gehen jetzt eh alle. Eigentlich hätte ich gern, dass hier immer was los ist. Also die Leute können sehr gerne immer vorbeikommen. Ich kann sie ja eigentlich jeden Tag anrufen und die kommen dann vorbei. Warum eigentlich nicht? Aber wir werden jetzt auf jeden Fall, das ist das Begrüßungskomitee, das sind unsere offiziellen Nachbarn. Voll, okay, über Interessen reden. Aber das Begrüßungskomitee hat noch gar nicht angefangen. Das ist einer von den Nachbarn. Ja, jetzt hat es angefangen. Ja, Leute, willkommen in der Nachbarschaft. Willkommen bei der ersten richtigen Gameplay-Folge. Oh mein Gott, ich bin so hyped, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir eine andere Haushaltshilfe anstellen, weil den Atlas als Haushaltshilfe zu haben, finde ich doch ein bisschen schräg, muss ich sagen. Ich weiß ja nicht. Aber immerhin ist unser Gärtner mittlerweile nicht mehr ganz so verbuggt. Sie hat sich umgezogen, das ist sehr gut. Ich finde es toll, dass sie auch sich vorstellt und sie ist absolut flirty mit unserem Nachbar. Was hat unsere Gärtnerin mit unserem Nachbar vor? Ich glaube, der ist nämlich verheiratet mit dieser jungen Dame. Ja, vielleicht auch mit der. Ich weiß es nicht. Ich habe den Überblick verloren. Ich habe so viele Leute erstellt. Keine Ahnung mehr. Aber immerhin geht es der Elsa bis jetzt noch recht gut. Das freut mich. Ihr geht es wieder besser. Letztens am Ende ging es ja nicht allzu gut. Aber ich glaube, sie freut sich jetzt auch schon sehr auf ihre Krönung. Und ich würde sagen, jetzt kommen die drei Prinzen vorbei. Und ja, wollen ein bisschen mit der Anna reden. Und wir spielen das Ganze jetzt sogar aus der Perspektive von dem Prinzen. Da haben wir einmal diesen jungen Mann hier. Das ist der James. James ist so ein typisch englischer Name, britischer Name. Dann haben wir den Charlie. Charlie ist auch sehr, sehr typisch, aber
Der sieht schon ein bisschen böse aus. Der sieht, ja, ich weiß nicht, könnte irgendwie ein Malfoy sein, so wie der aussieht. Er sieht ein bisschen aus wie der Malfoy, das habe ich mir gerade als erstes gedacht. Und den jungen Mann hier, das ist Prinz Ali, den kennen wir, ja, aber der soll sich bitte umziehen. Allgemein, ich glaube, denen ist halt einfach kalt, dass man die ein bisschen besser als Prinzen erkennen kann. Ich hoffe, sie erfrieren mir nicht gleich und die werden jetzt alle sofort auf die Anna losstürmen. Es ist ja normal, dass man in ein anderes Königreich einheiratet und die Anna, geht sie gerade direkt auf die Prinzen zu? Mit wem spricht sie als erstes? Wen spricht die Anna an? Wen spricht sie an? Sie spricht den James an. Und er ist leidenschaftlich. Der Charlie ist leidenschaftlich wegen der Anna oder wegen dem Prinzen? Wegen irgendeinem? Nein, wegen der Anna. Okay, der Charlie will die Anna unbedingt haben, aber die Anna ist als erstes auf den James zugegangen, verführen, mit Äppralen. Keine Ahnung, mit was bezieht man eine Prinzessin? Aber die Anna hat sich auf jeden Fall als erstes für den James entschieden. Sehr interessant. Ist sie auch schon ein bisschen flirty? Es sieht gerade aus, als würde sie Händchen halten. Aber das ist so typisch Anna. So eine richtig verspielte, lustige. Die Anna ist einfach so zuckersüß. Das ist unglaublich. Könntet ihr nicht weggehen von der Anna? Ihr wollt alle die Anna haben? Also, ist das jetzt die Chance für den Charlie? Er ist auf jeden Fall schon sehr rot. Für wen wird sich die Anna heute entscheiden? Die Anna wird nämlich nachher mit einem von den dreien, wird sie wohin gehen? Der Prinz Ali hat nicht wirklich Interesse für die Anna. Vielleicht ist der Prinz Ali auch wegen der Elsa da. Vielleicht war es sein Plan, die Elsa kennenzulernen. Und das kann er ja morgen bei der Krönung auf der Party auch noch machen. Aber die beiden jungen Herren, seht euch an, wie sie die Anna anhimmeln, während sie redet. Wie sie sie anschauen. Und das gibt sicher einen ordentlichen Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Ich bin echt gespannt, für wen sich die Anna entscheidet. Ich meine, man muss schon jetzt fair sein und sagen, dass sie als erstes auf den James zugegangen ist, also auf den hier. Aber vielleicht hat sie den Charlie einfach nicht gesehen. Dem Ali geht es gerade irgendwie eh nicht ganz so gut. Keine Ahnung, vielleicht geht er auch mal nach drinnen und sucht nach der Elsa. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Sie sollten allgemein mal an der Tür klopfen, das macht der Ali jetzt. Noch kommen sie nämlich gar nicht rein. Also der Charlie probiert es schon sehr bei der Anna, seht ihr das? Mit wem soll die Anna jetzt anwandeln? Ich glaube, ich muss jetzt so denken, für wen würdet ihr euch entscheiden? Ich glaube, dass ihr euch für den Charlie entscheiden würdet. Also für den hier. Wow, seht ihr euch an, die beiden Prinzen, wie sie ins Schloss marschieren, wo sie die Anna haben wollen. Und oh, wow, hier steht auch noch ein Eiffelturm und hier ist dein Kopf, Charlie, und hier ist noch der Früchtekuchen. Das ist nicht sehr nett von uns, dass wir den hier einfach stehen lassen. Aber ich würde auch sagen, der Charlie ist jetzt als erstes reingelaufen. Vielleicht hat der Charlie heute einfach gewonnen. Falls euch das sehr stört, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare, falls euch der James heute doch besser gefallen hätte. Versuch sie mal ein bisschen zu verführen. Vielleicht ist das gar keine schlechte Idee. Vielleicht geht die Anna gleich drauf ein. Sie findet es auf jeden Fall nicht schlecht und der Charlie, nein, der James hat eh schon eine andere Beschäftigung gefunden. Ja, demnach geht die Anna jetzt gleich auf ein Date mit dem Charlie. Sehr cool, sehr cool. Übrigens hat dieses Schloss auch einen Kerker, nur dass ich das mal erwähnt habe, so nebenbei. Und ich würde sagen, die beiden gehen jetzt auf ein Date und zwar auf den Marktplatz. Das finde ich ein sehr cooles Grundstück. Und es wird langsam eh schon dunkel, dann ist es noch ein bisschen romantischer und der Charlie hat der Anna eben gesagt, dass er ihr jetzt einfach mal die Welt draußen zeigen wird und Handy küssen. Ich meine, wir müssen es nicht gleich mega übertreiben. Früher ist man ja auch nicht sofort ja, ins Bett gesprungen miteinander, nur weil man sich kennengelernt hat und man mochte sich. Anna, was machst du? Wohin geht die Anna? Was ist hier oben, dass es so spannend ist? Ich weiß es nicht. Ist hier oben ein Fernseher? Ist hier oben ein Computer? Oder geht sie einfach nur zum Radio? Aber ich finde das eh voll nett, dass sie jetzt hier oben vielleicht sind. Geht jetzt auch hoch zu Anna? Ja, er klettert auch hoch zu Anna. Sehr, sehr cool. Was macht ihr denn hier oben? Wenn sie jetzt den Radio einschaltet, dann bin ich echt sauer. Anna, mach das bitte einfach nicht. Unterhalte dich ein bisschen mit dem Charlie. Das fände ich sehr, sehr nett. Und dieses Grundstück ist so cool. Das ist halt einfach so ein Marktplatz hier am Hafen. Also hier kommen die Leute an und dann geht es hier weiter. Als erstes kommen sie nämlich dann zu einem Gasthof. Das ist so ein altes Gasthof. Ich fand das irgendwie mega süß. Und hier geht es dann weiter und dann kommen sie eben
zu einem Einkaufsladen. Hier das Pub habe ich gelassen. Hier hinten ist noch ein Restaurant. Hier sind überall Boote. Und hier ist so ein kleiner Markt, wo man sich treffen kann. Finde ich ziemlich cool. Und hier sind die beiden jetzt und lernen sich kennen. Flirten ein bisschen miteinander. Annas Bestreben ist ja, dass sie ihre große Liebe findet. Er geht den beiden jetzt was zu essen machen. Das finde ich auch nicht schlecht. Annas Bestreben ist ja, dass sie ihre große Liebe findet. Und dann tauchen auch noch drei so wundervolle Männer auf. Anna, ich habe gesagt, wir schalten das aus. Mach das jetzt ja nicht wieder an, Anna. Ich sag's dir. Nee, ich glaube, sie geht jetzt auch wieder runter. Und dann tauchen drei so wundervolle Männer auf. Und die Anna ist natürlich sofort hin und weg. Jeder will natürlich die Anna und ihr Königreich. Und da ist es für die Anna natürlich auch schwer, sich jetzt hier wirklich zu entscheiden. Aber dann passiert Folgendes. Und zwar findet die Anna einen Hund. Der Charlie ist gerade verschwunden, das war nicht mein Plan. Und dann taucht der Hans auf. Der Hund ist auf die Anna zugelaufen und die Anna, die liebt ja Tiere und die hat sich mega gefreut. Und ihr könnt euch vermutlich schon denken, ihr könnt es euch vermutlich denken an den Knöpfen hier unten. Das ist der Olaf. Und der Olaf, der gehört dem Hans. Und der Hans... Den Hans habe ich von euch. Ich finde es super, wie der Name vom Hans ist. Und seht euch an, wie er sich über die Anna freut, der Olaf. Und das sagt der Hans auch, dass der Olaf die Anna gesehen hat. Und oh, sie haben Freundschaft geschlossen. Okay, stopp, stopp, stopp. Da ist viel passiert. Die Anna hat jetzt jemanden gesehen, den sie sehr attraktiv finden. Ist es, bitte sagen, es ist der Hans. Die Anna hatte gerade Liebe auf den ersten Blick mit dem Hans und ich habe das nicht so eingestellt. Also die Anna ist jetzt hin und weg von dem Hans, die hat ihn gesehen und war so, oh mein Gott. Also zuerst hat sie den Hund gesehen und dachte sich so, oh mein Gott. Aber als sie dann gemerkt hat, dass der Hund zum Hans gehört, hat sie sich natürlich über beide Ohren in den Hans verliebt. Und den Hans hat mir eben jemand von euch erstellt. Und zwar die liebe Kaschtilein. Und zwar war das der hier. Ich habe ihm nur ein bisschen ein CC-Umstyling gegeben. Vielen lieben Dank, dass du mir den Hans erstellt hast. Denn Christoph, ich weiß euch nicht, ob ich den nehme, weil da habe ich ein bisschen mehr Auswahl wie beim Hans jetzt. Das werde ich vermutlich auslosen, aber auf jeden Fall vielen lieben Dank. Das ist jetzt der Hans in unserer Geschichte. Dankeschön fürs Erstellen und ich finde das so Hammer, wie unschuldig er aussieht. Seht euch den Hans an. Er sieht so unfassbar unschuldig aus. Ja, und der Hans, der schenkt der Anna jetzt den Olaf. Also der Olaf, der gehört jetzt zu uns. Das ist der Olaf. Und die beiden verstehen sich natürlich auf Anhieb und er flirtet auch sofort mit ihr und freut sich extrem, dass er sie jetzt kennengelernt hat. Das ging einfach extrem schnell und die Anna hat nicht mal mehr irgendwie den Charlie im Kopf. Der Charlie ist jetzt von selber gegangen. Wir sagen einfach, dass, ja, er hat gesehen, wie die Anna jetzt mit ihm hier redet, also mit dem Hans. Und dann wollte er dorthin gehen, aber der Hans hat ihm einen ganz bösen Blick zugeworfen. Also wirklich einen ganz, ganz bösen Blick. Und dann hat sich der Charlie gedacht, okay, da gehe ich nicht dazwischen. Da funke ich auf jeden Fall nicht dazwischen. Die Anna kocht jetzt das weiter, was der Charlie gemacht hat und der Hans geht hoch zu der Musikbox. Nee, du gehst jetzt hier hin, bitte, und verbringst ein bisschen Zeit mit der Anna und dem Olaf. Oh, seht euch an, der Olaf ist natürlich sofort bei der Anna. Der ist jetzt, glaube ich, so richtig auf die Anna fixiert und freut sich, dass er jetzt Teil von ihrer Familie sein kann. Und die beiden werden jetzt einen schönen Abend zusammen haben. Und die Anna ist jetzt fertig mit ihren Würstchen. Ganz toll. Ein super romantisches erstes Date. Würstchen essen am Marktplatz. Aber irgendwie ist es schon ganz nett. Oh, hier fehlt mir offensichtlich die Wandfarbe. Das werde ich auf jeden Fall noch ändern. Aber hier haben wir sie, die zwei Süßen, die irgendwie aussehen wie Zwillinge. Okay, you. Aber auf jeden Fall haben sie gerade ihr erstes Date. Sie essen was zusammen und danach, da hinten haben wir eh schon eine schöne Feuerstelle, da könnten sie sich hinstellen. Aber ich glaube, die beiden kommen sich ziemlich schnell, ziemlich nah. Wir werden der Anna aber auf jeden Fall auch noch Verhütungsmittel kaufen, auf jeden Fall, weil das riskieren wir auf jeden Fall nicht. Und dann kommen die beiden hierher und beobachten ein bisschen die Sterne, ein bisschen das Meer. Der Hans ist schon hier, die Anna ist gleich auf dem Weg. Wo ist der Olaf? Der Olaf könnte auch mal hierher kommen. Kannst du bitte den Olaf rufen, damit der einfach immer da ist, wo wir sind. Da hinten ist der Olaf eh schon. Er macht sich eh schon auf den Weg. Ah, ich freue mich so sehr. Ich hatte schon so lange keinen Hund mehr. Und da kommt die Frau seiner Träume und der Olaf.
wie er gleichzeitig wie die Anna ankommt, finde ich sehr, sehr süß. Und die beiden haben jetzt hier einen romantischen, ja, ein romantisches Date. Und wir haben ja immer noch diesen einen Mod. Den habe ich euch in einem anderen Mod-Video vorgestellt. Das verlinke ich euch auch sehr gerne. So, und jetzt kuscheln die beiden unter den Sternen. Und das ist alles, was die Anna jemals wollte. Zuneigung, Liebe und sich einfach bei jemandem sehr wohl und geborgen fühlen. Und sie hätte nicht gedacht, dass sie das so schnell finden wird. Sie hat es gehofft, dass wenn man die Tore öffnet, dass das so schnell geht. Aber sie hätte natürlich nie dran gedacht. Und seht euch an, wie schön und romantisch diese Szene gerade ist. Oh, Anna. Wir würden es ihr ja so sehr gönnen und der Olaf ist natürlich auch dabei. Der süße Olaf, jetzt kommt er auch noch sehr... Naja, Olaf. Also ich muss sagen, das macht mein Olaf auch. Mein Olaf ist circa genau so aufdringlich. Der schläft auch immer in meinem Gesicht. Ganz, ganz toll. Olaf, Olaf, du zerstörst den ganzen romantischen Moment. Ah, Olaf, bitte. Ach, Leute. Ja, ich hoffe, das stört euch jetzt nicht allzu... Was der Hans im Gesicht hat. Ekelhaft. Oh Gott, okay, man will es gar nicht wissen. Olaf, könntest du bitte einfach weggehen? Ja, jag dann. Okay, die romantische Szene hat der Olaf jetzt auf jeden Fall versaut. Aber wir haben jetzt immer noch die romantische Szene im Kopf, würde ich sagen. Aber ich würde auch sagen, das war's für die Folge. In der nächsten Folge feiern wir eine große Party und die Elsa wird gekrönt. Und dann sehen wir, wie es mit den beiden weitergeht. Ich freue mich, wenn ihr da wieder dabei seid. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und sonst sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis bald.